Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir haben einen Advent General in den Tunneln unter Vancouver beim letzten Mal erledigt und das ging flawless zumindest ab. Ich würde jetzt nicht sagen, direkt hat Spaß gemacht, es war schon ein bisschen kribbelig, aber der General kam uns halt dadurch entgegen, dass er tatsächlich auf uns zugelaufen ist, statt von uns weg, war vielleicht auch durch die kleine Größe der Karte, also ein bisschen beschränkt. Und wir schauen mal. Okay, hier sind nicht mehr wirklich viele Leute müde. Von der letzten Mission ist überhaupt niemand müde. Das ist total gut, finde ich. Willen 31 von 45. Ich glaube, das ist gerade so an der Grenze, ne? Wenn wir uns das mal angucken, hier 29, ja. Da müsste 30, so 31 gerade an der Grenze sein. Zum müde sein. So, unser Ziellabor ist in einem Tag fertig. Das ist okay, finde ich. Supply Drop gibt es schon wieder in 3 Tagen. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Das psionische Tor wird in 6 Tagen fertig. Das ist einigermaßen wichtig dann fürs Vorankommen. Wir sollen das hier noch fertigstellen und dann den Avatar noch untersuchen. Das wird das allerletzte, was wir machen. Und das ist auch in Ordnung, so würde ich sagen. So, womit beschäftigen wir uns denn so lange, Leute? Der Counter ist okay, würde ich sagen. Wie sieht es mit unseren Dark Events aus? Movement. Achso, unser Supply Drop wird um 50 reduziert. Wir haben noch 30 Intel könnten wir ausgeben. 53 haben wir. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Ja. Okay, das finde ich gut. Ja, ich weiß, sie haben alle nichts zu tun. So, hier gibt's Loot. Ich würde sagen, da holen wir uns noch ein bisschen Intel. Dann können wir uns nämlich vielleicht nach dem Supply Drop noch was auf dem Schwarzmarkt holen. Now operational. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ach, jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Chance Legacy. Ja, wieso habe ich das denn jetzt bekommen? Weiß ich nicht. So, was machen denn die Upgrades? Achso, da können wir 2 Leute trainieren lassen. Dazu fehlt uns allerdings ein bisschen Power. Haben wir überhaupt Rekruten, die wir hier reinsperren können? Nee, ne? Wir haben nämlich gar keine Rekruten. Da müssen wir uns erstmal einen Rekruten irgendwo holen. Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Achso, hier, Rekruten. Oh, 40 Supplies kostet so ein Rekrut. Ja, wir können die uns leider nicht so wertemäßig angucken. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendjemanden finden, der vielleicht nicht ganz hässlich ist oder so. Ach, keine Ahnung, hier Erin. Die sieht doch ganz nett aus, oder? Wollen wir was richtig Exotisches? Gibt es hier was richtig Exotisches? Nee, sieht nicht so geil aus. Ja, sieht direkt aus wie eine Japanerin hier, Rin, ne? Irgendwie sind die alle nicht so hübsch. Aber vielleicht möchte ja einer von euch ein Rekrut werden. Ein Psi-Rekrut. Ich vermute nicht, so spät noch am Durchspielen. Ach, was soll's, Leute. Wir holen uns jetzt einfach so einen und dann irgendeinen. Ich mache die Augen zu. Spiele ein bisschen mit dem Mausrad rum und dann klicke ich auf Dermot McKay. So, haben wir rekrutiert. Sperren wir jetzt in unser Psi-Labor. Ach, und da können wir uns eigentlich auch gleich noch einen zweiten, ne? Wenn wir das hier upgraden. Ja, bitte. So, was haben wir denn? Ach so.
Wissen wir jetzt noch gar nicht, was wir hier zur Auswahl haben. Das ist natürlich okay. So, können wir dieses Power Relay nochmal upgraden? Ja, können wir für ein paar Illyrium-Kristalle. So, perfekt. Dann können wir das Ding hier nämlich auch upgraden. Kostet uns auch nochmal ein paar Kristalle. Ach Mensch, die haben wir uns doch so mühsam hier besorgt. So, ich mache die Augen wieder zu und dann den hier. Gabriel Ruiz. Okay. Sperren wir auch hier mit rein. Achso, da müssen die wahrscheinlich erstmal die Grundstufe hier bekommen, ne? Wir gucken mal gerade, wie das hier aussieht. Ja, die bekommen dann wahrscheinlich erstmal die Grundstufe und danach können wir uns dann aussuchen, was die werden sollen. Ja gut, sehr schön. Hätten wir es auch geklärt. Sammeln wir noch ein bisschen Intel und... Oh nein! Ach so, unsere Covert Action. Das ist nicht schlimm. Die wächst nach. So, das brauchen wir überhaupt nicht. Das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ein Engineer brauchen wir auch nicht. Einen Kontakt brauchen wir auch nicht. Das bringt uns auch nichts. Ja, dann warten wir jetzt die 2 Tage oder was bis zum Supply Drop. Bevor wir die nächste Covert Op dann vielleicht anstoßen. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. Okay. Danke für diese tolle Übersicht immer. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. Das hier bringen die schon wieder rein. Das versuchen die jetzt ständig, ne? Das haben wir doch gerade erst verhindert. If there are orders you would have us follow, Commander, tell us what must be done. Ja, das wollen wir nämlich auch benutzen, das Ding. Wo haben wir das denn? Hier. Haben wir noch was? Das braucht man nicht, das braucht man nicht unbedingt. Das für die Waffen, dass die Waffenaufsätze verbessert werden? Ah ja, das auch hier. Okay. Ja, ich würde sagen, dann ist es soweit ganz okay. Ja, für die Reaper haben wir halt leider nicht so viel Sinnvolles, ne? Naja, kann man nichts machen. So, Ability Points, Supplies, Intel. Was gibt's hier? Achso, nee, das brauchen wir nicht. Habe ich nicht einmal benutzt, dieses Modul. Habe ich auch gar nicht gebaut. Einen Lebenspunkt mehr für schwere Rüstung. Das ist doch gar nicht so verkehrt, würde ich behaupten. Den schicken wir da hin. Vielleicht irgendein Major Grenadier. Wir könnten Sazugel und Moxie hinschicken. Es dauert auch nur 7 Tage. Das geht richtig schnell. So, hier schmeißen wir Moxie mit rein. Wo ist denn unser Moxie? Da ist unser Moxie. So, keine Risiken. Perfekt. Understood, Commander. My followers will appreciate the support of your soldiers. So, die Supplies haben wir gleich eingepackt. Dann fliegen wir mal zum Schwarzmarkt rüber und gucken mal, ob wir unsere 60 Intel hier voll auf den Kopf kloppen können. Ein Scope. Oh ja, ein Superior Scope. Gerne.
nehme ich mit. Dankeschön. So, den Rest können wir uns ja eh nicht mehr leisten. Nicht schlimm. So, was steht denn jetzt an? Das psionische Tor in 4 Tagen fertig. Die Psioniker in 11 Tagen. Supply Drop 21 Tagen. Das hier in 6 Tagen. Okay, gut, ja, dann sammeln wir noch ein bisschen Intel. Sektor 14, East Asia. Na, psionisches Tor? Ja. Hate to do this, but you're the only one who can pull this off. You know, I'd go myself if I could. The gateway is primed. Is the subject prepared? Ready. I hardwired what was left of the Codex brain into Rover. It should be emitting the same signal the Codex used to pass through the gateway. Excellent. Let us begin. We've already seen the Codex opening a similar rift in the field. I am sure your device will be fine. Er hat so Augen wie Wally, ne? Obwohl, Wally hatte, glaube ich, nicht so eine Klappe oben. We're set to record across all spectrums. Remember, go in, take some quick readings, then come right back through. Okay? Wie sie mit ihm redet, wie mit einem Haustier oder einem kleinen Kind. Wow, are you seeing this? It appears our signal has been received. Increasing power. Doesn't look like any place we've been before. Ach klar. Or any place on Earth for that matter. Sieht genauso aus wie die Chosen Kammern. The aliens seat of power, if you will. Secure beyond any physical limitations. Only one way to find out. Go on. We're counting on you. Nein, der arme Rover. That is definitely not fine, Doctor. The process did work. There was an instant where the device was in between locations. However, once that occurred, the gateway called for a second signature, an organic signature. When we could not provide one, it generated a sort of feedback pulse. Obviously. If the Codex creates the door, this organic signature must surely be the key. Well, we better make sure we have the right key before we try again. I would hate for this to occur to something organic. Agreed. I'll report our findings to the commander immediately. Ja, gut. We are now prepared to autopsy the body of the powerful being we recovered, Commander. I feel that we may be on the cusp of attaining a complete understanding of this avatar we have long sought. Also, der Schlüssel im Codex-Gehirn hat das Tor geöffnet, aber um durchzugehen, braucht man noch eine organische Komponente. Das heißt, wir müssen den Avatar, der ja halb organisch ist, auf jeden Fall autopsieren, um da diese, ja, was weiß ich, einen DNA-Strang oder irgendwas zu extrahieren, um zu gucken, wie wir das für uns nutzbar machen können, dass wir halt das Tor tatsächlich durchschreiten können. Und dann können wir den Aliens ordentlich auf die Füße treten oder in die Eier oder den Kopf abhauen, was auch immer ihr da bevorzugt. Ich guck mal, was es hier noch gibt. Die Gatekeeper Autopsy und den Sektopod Breakdown. Ich glaube, das spare ich mir beides. Wir gehen stattdessen in die Shadow Chamber. I firmly believe the experiment itself was absolutely critical to our future operations. Ganz genau. We now understand exactly how the gateway functions and what will be required should we attempt to pass through. Still, I must admit, I do feel some regret over the damage done to Shen's gremlin, even if it is only a machine. Na, er hat da wenigstens Mitgefühl mit dem Gremlin, mit dem Rover. So, ja, mach mal.
represents a near-perfect fusion of human and elder DNA. Though remarkable, it appears as if the creature were unfinished. Perhaps why we were able to ultimately defeat it. Still, this can lead me to only one logical conclusion. Oh. We had such hope for you. I believe we have found our avatar. Jaha, aber noch ist er nicht fertiggestellt. So, 9 Tage dauert es. Na gut. Dann haben wir halt noch ein bisschen Zeit. Und werden noch ein bisschen, weiß ich auch nicht, Intel sammeln, irgendwas. Warten mal, was unsere OP ergibt. Oh, wir bekommen noch eine Ratsmission zwischendurch. Ein Engineer und 84 Intel. Okay, das sind beides. Wir brauchen jetzt eigentlich nichts mehr, ne? Von daher egal, was jetzt gekommen wäre. So, was haben wir denn hier? Sektoids. Elite Office, Elite Purifier, meine ich. Ein Gatekeeper. Er hat ja gerade die. Ach nein! Das war einfach nur Zeile 2, wo ich gerade angefangen habe zu lesen. Alles klar. So, also Andromedon, Elite Purifier, Gatekeeper, Sektoid, Elite Officer, kein Sektopod immerhin, Elite Trooper, Inspector, Viper, Elite Shieldbearer, Elite Lancer. Das heißt, eine Mischung aus Dragon Rounds und Bluescreen Rounds werden wir mitnehmen. Setting course for the Chilean Control District. So, und ich vermute nicht, dass zwischen dieser Mission und der Mission, der letzten Mission, noch irgendwie großartig Zeit liegt. Das heißt, ich werde hier alle rausschmeißen, die ich auf die Endmission mitnehmen möchte und allen anderen noch ein bisschen Screentime hier verschaffen. Ah, die Covert Action ist noch ein Tag. Okay, ich denke, möchte ich Elena mit auf die letzte Mission nehmen, ist jetzt gerade die Frage. Die ist eigentlich nicht so ganz feuerstark. Könnte halt ein bisschen scouten. Ah, ich würde Frank halt super gerne mitnehmen. So, guck mal, Frank und Johnson, die nehmen wir auf jeden Fall auf die letzte Mission mit. Torben und Ronas würde ich auch gerne mitnehmen. Da haben wir zumindest schon mal von jeder Sorte ein. Und wen nehmen wir dann noch mit? Ja, Frank G. und Elena. Das heißt, wir nehmen jetzt Luna und Jin mit. Wir nehmen Gecko und Fafnir mit. Fafnir. Und außerdem nehmen wir Nick und Jonas mit. So, was war denn eigentlich unsere Aufgabe? Ich habe gar nicht drauf geguckt, was wir eigentlich machen sollen. Wahrscheinlich jemanden befreien, oder? Das sind ja meistens Befreiungsmissionen. Hat Luna inzwischen Arme? Nee, Luna hat immer noch keine Arme. Cool. So, den Mondstein bekommt sie auf jeden Fall. Das passt. Blaster Launcher, die Frostgranaten. Und das war falsch. Und Bluescreen Rounds. So. Jin bekommt dann die Icarus-Rüstung, das Chosen-Gewehr, Chosen-Pistole, außerdem auch Bluescreen-Rounds und weil Sektoiden und sowas mitspielen, nehmen wir auch einen Flashbang mit. So, dann haben wir Nick auf jeden Fall.
Er bekommt die Schlangenrüstung, das Arashi, die Schwerter, wobei die Axt tatsächlich auch nicht schlecht ist, ne? Talon Rounds bekommt der gute Mann. So, wer ist denn von euch der beste Hacker hier? 87, ich glaube, Gecko ist auch tatsächlich der beste Hacker. 80 und Jonas müsste irgendwie eine 82 oder 84 haben. Eine 83. So, dann bekommst du auf jeden Fall die Tracer Rounds wieder. Die funktionieren super gut mit dem Ding zusammen, finde ich. Weil man dann halt tatsächlich einfach gar nicht mehr daneben schießt. So, hier gibt es auf jeden Fall einmal Dragon Rounds, wenn ich sie finde, da sind sie, und ein Nanomed-Kit. So, und mein guter Gecko bekommt auch einmal Dragon Rounds. Und dazu den Skyjack, falls wir ihn brauchen. Ich benutze ihn super selten, aber drei Nano-Medkits brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Denke ich. Ja, und dann sind wir bereit für diese wunderbare Mission. Ihr wisst bestimmt, habt nochmal nachgeguckt oder habt es gleich gesehen, was wir erledigen müssen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich dann beim nächsten Mal überraschen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendjemanden entführen sollen. Oder befreien, irgend sowas. So, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, um's dann. Ciao.